So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pocket Mortys. Und ja, lasst euch gerne mal ein Like da lassen, aber da und let's go! He's a Phantom. So, wir heilen jetzt mal kurz unsere Mortys und dann gehen wir auch, dann schauen wir uns kurz um, ob wir irgendeine Quest finden, ob wir schon eine bekommen haben und dann, ja, dann gehen wir einfach mal ins nächste Abenteuer und schauen, was wir so bekommen können. Nee, da ist nichts. Oh, Sammlerrock. Oh, nein, nein, eigentlich gar nicht. Der vieräugige Rick. Okay, haben wir auch nichts. Irgendwo gab es doch eine Quest, wo man ein Ei bekommen hat, oder? Ein glatzköpfiger Rick. Alter, sieht der komisch aus. Du? Der glückliche Rick. Hä, die sehen alle gleich aus. Ich sehe da keinen Unterschied. Oh, ein Alien. Aha. Hat man nichts verstanden. Aber ist okay. Da haben wir nur den Typen, der unser Geld vermehrt. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Und zwar für einen Tag, oder? Einen Tag sollte gehen. So, dann gehen wir mal ins Portal rein und schauen, wo das nächste ist. Aha, eine rosa Welt auf jeden Fall. Und ein LOL, einer mit einem goldenen Stern. Der muss doch gut sein, oder? Warte. Oh, er ist verwirrt, okay. Ein epischer. Oh, haben wir noch so ein Pokéball-Kacke? Ich glaube nicht. Ja, wir müssen fliehen. Kacke. Wir müssen irgendwie jetzt einen kaufen oder herstellen. Mist. Wo bekomme ich jetzt sowas? Begegenstände? Irgendwo muss das doch sein, oder? In seinem komischen Laden gibt es auch nichts. Hä? Wo hat man das? Ich weiß, dass man das immer noch kaufen kann. Aber ich weiß nicht wo. Okay, vielleicht kann ich mir das irgendwie craften, indem ich Gegenstände suche. Es gibt immer... Aha. Ja, da ist so eine Box. Da können wir was rausbekommen auf jeden Fall. Mal schauen. Ich glaube eher nicht. Okay. Ich hoffe, man muss nicht gegen irgendjemanden kämpfen, dass man zu dieser Box will. Weil, wie gesagt, ich will den jetzt nur fangen. Und nicht gegen irgendwen kämpfen. Und wir haben Schmeckles, Blechdose und Plutonit erhalten. Okay, ja, das ist auch irgendwas, aber ich glaube nicht das, was wir brauchen. Boah, ich will den unbedingt haben. Ich meine, epische sind schon selten. Also, von der Häufigkeit her sind die schon selten, denke ich mal. Davon kriegt man nicht so häufig welche. Eine Leiterplatte, okay, das könnten wir benutzen. Mal schauen. Ah, okay, Bakterienzellen, Leiterplatte und Blechdose. Da müssen wir auch wieder rundherum gehen. Ich hoffe, das geht sich aus. Ja. Da können wir auch wieder rundherum. Oder was können wir da machen? Okay, das sind nur wieder die Wochenmortis. Das ist nichts. What the fuck? Was war das für ein Morty? Wie kann ich da irgendwie so vorbei? Ja. What the hell? Was ist das für ein Morty da unten? Den kann man ja wirklich fangen. Ich hätte gedacht, das ist nur Dekoration. Aber da ist schon wieder der Endboss von dieser Zone. Auf jeden Fall will ich jetzt noch irgendwelche Gegenstände finden. Vielleicht bekommen wir irgendwie irgendwas. Genau. Wenn man es nicht kaufen kann, weiß ich nicht, was man da, wie man das sonst machen soll. Nee, da kommt man ja gar nicht vorbei, ohne den gegen den zu kämpfen. Oder warte. Was ist, wenn ich rundherum gehe? Weil da komme ich ja vorbei bei dem Typen. Muss ich aufpassen, dass ich da nicht zu weit gehe. Und da komme ich auch vorbei. So. Was haben wir da jetzt? Ah, da haben wir noch den Kleber, den wir am Anfang gesehen haben. Okay. Und das war's dann auch schon. Ja, lol. Aber sonst gibt es hier nichts mehr zu finden. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt mal gegen diesen Typen kämpfen. Und dann könnten wir uns vielleicht... Vielleicht kriegen wir es sogar als Belohnung, wenn wir gegen den kämpfen, irgendwas. Der Kaugummi Rick hat dich herausgefordert. Der Kaugummi hat augenlosen Morty reingeschickt. Alter Schwede, Junge. Ja, Ausbruch. Sollten wir easy schaffen. Ich meine, es ist Level 7. Wir dürfen als erster angreifen. Also den ersten Kampf gewinnen wir sowieso. Außer unsere verfehlt. Was ich eher nicht so glaube. Wir haben das Doppelte. 12. Und jetzt noch einmal. Zack. Müsste es groß sein. Ja. Und da ist er K.O.
70 XP haben wir bekommen. Und du hast Kaugummi-Musik. Und wir haben das Abzeichen und ein Serum. Okay, wer hatte nur ein Morty dabei? Nice. Ziemlich leicht. Verdiene 3 weitere Abzeichen, um gegen ein Kommissionsmitglied zu kämpfen. So, laden. Ich schaue da jetzt nochmal nach. Lol, und jetzt gibt's ihn zu kaufen? Ja, nice. Gleich einmal mitnehmen. Reise auf die 500. Die bekommen wir eh wieder in einem Tag. Und zwar noch mehr. Wir bekommen ja 700. Zum Glück haben wir das Geld reingegeben. Und jetzt holen wir uns den. Junge, wirklich. Serum noch einmal benutzen, dass wir geheilt sind beim Kampf. Damit wir ihm genug Schaden machen können und dass wir ihn fertig machen können. Also, dass wir ihn fangen können. So, Angriff. Ja, ich schätze, ich gebe ihm mal bis aufs Rote runter. Boah, der ist schon ein bisschen stark. Level 6 ist er auch, also das sind sehr gute Werte. Boah, schon 12 HP nur noch mehr. Zum Glück haben wir uns geheilt, sonst würden wir das nicht überleben, glaube ich. Noch einmal, glaube ich. Und dann müssen wir ihn einsetzen. Dann Gegenstand und den Chip. Ich hoffe, es passt, weil es kann ja auch daneben gehen. Also wir können ihn noch nicht fangen. Und er kann kaputt gehen. Aber wir haben ihn. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Yes. Ein epischen, Alter. Ein fucking epischen. Ja, exotisch ist am besten, ne? Exotisch ist am besten. Und episch ist halt drunter, ne? Also, ist aber auch ziemlich gut. Ich meine, findet man ja nicht so oft. So, und jetzt können wir eigentlich wieder zurück in unsere normale Dimension gehen. Unsere Mortis heilen. Wäre schon gut. Und wir haben sogar eine Quest da. Was haben wir denn da? Jerry. Rick, ich habe überall nicht die gesucht. Die Batterie für meine Fernbedienung ist leer und ich kann zu Hause keinen Ersatz finden. Kannst du bitte eine Batterie für mich ausfindig machen? Okay. Das heißt, ich müsste eine Batterie craften oder wie? Jo, mach ich dann. Keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Wie gesagt, ich habe mir die Liste noch nicht angesehen. Die muss ich erst raussuchen und mir dann daneben anschauen. Dabei habe ich es nicht. Morty-Pension machen wir gleich. Ob wir da jemanden abgeben können. Und ja, Morty Heilzentrum. Heilen. Jojo, beweg dich nicht. Gibt es noch irgendwo was? Nicht, aber da haben wir diesen Herstellenautomaten. Vielleicht können wir jetzt irgendwas herstellen. Leiterplatte. Wer für eine Batterie? Ich weiß nicht. Ich weiß ernsthaft nicht, wie man in dem Universum eine Batterie herstellen soll. Und dann gehen wir auch wieder zurück. Und damit würde ich dann auch sagen, danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr so positives Feedback da lässt, seitdem ich diese Folgen wieder mache. Es ehrt mich sehr. Und lasst doch gerne mal ein Like da, lasst ein Abo da. Und wahrscheinlich ist diese Folge jetzt etwas kürzer, aber die nächsten Folgen werden wieder normale Länge, über 10 Minuten, wer kennt's. Und ja, damit sage ich nochmal tschüss.